Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Enclave. Ja, Enclave ist ein Action-Rollenspiel-Adventure-Mischung oder so. Es gibt viele verschiedene Charaktere, es gibt zwei Kampagnen. Eine Lichtkampagne, die wir zuerst machen müssen, und dann wird die dunkle Kampagne freigeschaltet, wo wir eine größere Herausforderung haben und so weiter. Das Spiel ist recht, ja, schwer, sage ich mal, auch auf leicht. Wir werden ein paar Mal sterben. Aber wir probieren alles so gut wie möglich durchzuspielen. Sammeln alles Gold, suchen alle Bonuslevels und spielen alle Charakter frei. Und ja, das Spiel ist von 2003 auf der Xbox rausgekommen und glaube ich 2004 auf dem PC. Ich habe natürlich die PC-Version. Und ja, wir schauen uns mal die Optionen an. Hier habe ich Video maximal, Grafik auch alles maximal, Texturen auch maximal, Sound, ja, sollte eigentlich so gehen, und alles an hier. Verschaulichung, dass nicht niemand meint, es würde nicht auf maximal sein. Die Qualität ist auch auf 1080p Full HD. Wahrscheinlich sogar original bald. Muss ich schauen, wie das geht über Windows Movie Maker. Also wir haben hier das erste Level. Wir schauen uns die Lichteinleitung kurz an und werden dann den ersten Level im Kerker machen. Niedergeschrieben in einem alten Buch, das verschlossen in der bewachten Bibliothek von Mechelon unter dem Staub von Jahrhunderten begraben liegt, findet sich die Geschichte über die Entstehung der Kluft. Selbst wenn es für die meisten nicht vorstellbar ist, dass es jemals eine Zeit gab, in der die Kluft noch nicht die Enklave und die Outlands voneinander trennte, so waren sie doch einst vereint. In jener Zeit existierten Länder, in denen wahrhaftige Magie vermutet wurde, waren sie jedoch gesegnet mit Fruchtbarkeit und Überfluss. All jene, denen die Segnungen dieser Erde nicht zu eigen waren, die durch den Pakt von Jifuro geschützt wurden, gierten nach diesen Ländern. Der mächtige Dämon Vatar gehörte zu diesen neidischen Kreaturen, denn er glaubte unumstößlich daran, dass ihm die Magie der Länder dazu verhelfen könnte, unbesiegbar zu werden. Und so führte er sein Heer der Verdammnis in den Krieg gegen die Bewohner dieser Länder, um sie an sich zu reißen. Eine unerbittliche Schlacht entbrannte und schien kein Ende zu nehmen, bis letztendlich der mächtige Zauberer Zael sich Vatar entgegenstellte, um das Land zu beschützen. Als jegliche Hoffnung verloren schien und Vatars endgültiger Sieg offensichtlich bevorstand, entschied sich Zael zum Äußersten. Voller Zorn und Schmerz rammte der Zauberer seinen Stab tief in die Erde. Die Welt erzitterte und spaltete sich unter Vatars Füßen. Ein Aufschrei des Entsetzens entfloh der Kehle des Dämonen, als er merkte, dass er um den Sieg gebracht worden war. Jedoch war der Triumph über Vatar mit einem hohen Preis erkauft worden. Die Kluft, die durch Zaels mächtigen Schlag entstand, war zu groß, um überbrückt zu werden, und teilte das Land wie auch seine Bewohner. Jene, die gekommen waren, um ihren Brüdern im Kampf gegen die Armee der Dämonen beizustehen, kehrten in ihre Heimat Mechelon zurück, fassungslos und schweren Herzens. Der Pakt von Jifuro war gebrochen und sie waren von ihren Brüdern getrennt worden. Die Bewohner der Outlands, ein finsteres und selbstsüchtiges Volk, wurden als die Dregata bekannt. Und die Enklave des von Magie erfüllten Landes, die von der restlichen Welt abgespalten worden war, entwickelte sich zu einer friedvollen Stadt namens Seelenheim. Es heißt, die Zeit heilt alle Wunden, und seit das Land auseinandergerissen wurde, schien es, als würde die Magie, die die Welt umfließt, diese wieder zusammenführen. Die Kluft wurde schmaler und konnte bereits an einigen Stellen überwunden werden.
Es hätte eine Zeit des Glücks und der Freude sein sollen, doch sie war es nicht. Denn immer noch trachteten die gierigen Dregatar nach diesem magischen Land. Ein Raubzug nach dem anderen wurde gegen die Enklave geführt, mit der Absicht, sie zu schwächen und den Hauptstoß so bald wie möglich durchzuführen. Brandschatzungen und Plünderungen hatten Seelenheim in einen Zustand extremer Unruhe versetzt. Hohe Steuern wurden den Einwohnern aufgebürdet, um die Verteidigung der Stadt zu sichern. Das wiederum führte zu Aufruhr und zu vereinzelten Aufständen innerhalb der Enklave. Einige Aufständische landeten sogar im Gefängnis, zusammen mit dem wahren Feind. Und hier beginnt unsere Geschichte, mit einigen rebellischen Sandkörnern in der ewigen Sanduhr des Lebens. So, sieht ja gut aus. Okay, zurück und schauen, wo haben wir das gemacht. Irgendwo konnte man einstellen. Hier, nein. Okay, dann ist es auch leicht eingestellt, wo ich getestet habe. Ah, hier kann man es wählen. Gut. Wir spielen auch auf leicht. Es ist genug schwer. Und sonst könnten wir immer noch später mal eine Kampagne neu anfangen. Mit mittel oder schwer, aber für den Anfang leicht. Und ich schaue, dass ich jeden Charakter einmal spiele. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der Krieger einfach am stärksten für meinen Spieltipp ist. Ich weiß nicht, ob der stärkste Klasse ist im Spiel, aber ja. So. Also eben, wir können nicht die Schattenkampagne machen zuerst. Wir müssen die Kampagne des Lichts zuerst durchspielen. Das haben wir gesehen. So. Du hast versucht, die Bewohner deines Dorfes von Steuereintreiben zu beschützen. Für dieses rebellische Verbrechen gegen Seelenheim wurdest du ins Gefängnis geworfen. Gerade erwachst du aus deiner Bewusstlosigkeit gefangen. Du musst einen Weg aus der Zelle herausfinden. Bring eine Waffe in deinen Besitz. Besiege die Feinde. Flüchte aus dem Kerk. Okay. Ihr seht, die Grafik ist nicht schlecht für 2004. Sogar noch gut für 2013. So, so. Sie sperren also auch ihre eigenen Leute ein, wie ich sehe. Will jetzt ein bisschen leise. Das Geräusch, das du hörst, ist der Klang deines Todes. Der gewaltige Donner meiner Landsleute. Der Klang der Dregatar, die deine Leute abschlachten und die Wände dieser armseligen Festung einreißen werden. Sie kommen, um mich zu befreien. Und wenn sie dich nicht zuerst in die Finger bekommen, dann werde ich dich selber mit meinen Händen... Oh, der Arme. Das ist der Begraben. Und wir haben das Glück, denn hier ist ein Weg frei geworden. Ja, man spielt eigentlich WASD und schaut sich mit der Maus um. Mit links setzt man einfach dort die Waffe ein, mit rechts blockt man oder was man einfach nur ein Ding hat. In der recht anderen Hand. Mit F trinkt man Heiltränke, mit E aktiviert man etwas, mit Shift duckt man sich und kann so schleichen. Ja, eigentlich alles beim alten, auch bei anderen Games. Ja, so es ist. Die Ähnlichkeiten haben. So, wir setzen Q ein zum Aktivieren. Jetzt können wir hier schlagen. Blocken können wir natürlich noch nicht ohne Schild. Hier Lichteffekte. Gab's 2004 auch schon. Wenn auch ein bisschen statisch, aber richtig schön. Diese kann man nicht zerstören. Ah ja, ich muss noch sagen, dass ich das Spiel nicht auswendig kenne. Ich habe es zwar mal gespielt, das war schon 5-6 Jahre lang, ja,
Aber alles weiß ich nicht mehr und wir werden wahrscheinlich mehrere Anläufe brauchen, bis wir das Level komplett haben. So, jetzt müssen wir aufpassen, es kommen so überall so Steinbrocken vom Himmel, vom Ding. Ja, ich weiß, dass ich Space drücken muss, um zu springen. Das habe ich noch vergessen. Einfach nicht zu schnell laufen, sonst werdet ihr getroffen. Sie greifen uns an! Wir besiegen ihn am besten, wenn wir nämlich besiegen. Wenn wir also Punktur bleiben durch die Tür. So. Und jetzt kommen wir wieder. So, hier müsst ihr auch aufpassen, verliert die Leben. Kommt die Schaden. Jetzt müsst ihr hier, glaube ich, noch aufpassen. Ups. Und hier gibt es das erste Gold dort hinten. Ihr seht, zwei Goldmünzen, also Goldsäckchen. Dazu müsst ihr euch hier draufstellen und aktivieren. Ja, aktivieren. Ja, dann hat Moos 2. Hallo? So, jetzt. Und dann hier auf das andere Mausstück. So. Und, ups, haben es geschafft. So, mal schauen, ob wir nichts vergessen haben. Hier drin war also nichts. Sollte eigentlich alles sein. Okay, gehen wir weiter. Schleichen müssen wir hier. So, hier gab es nichts. Ne. Was haben wir denn hier? Eine Maps. Hier ist auch nichts. Immer schön umschauen. Die Goldstücke sind gut versteckt. So. Gehen wir mal nach links. Hier ist nichts. Ah, das ist das Ort, wo wir runterkommen, wenn wir reinfallen später. Wenn wir aus der Sphäre reinlaufen. So, hier sind drei Seiten. Entweder links oder rechts können wir hier hoch. Und hier sind die nächsten zwei. Und hier können wir wieder runter und in der Mitte geht es nicht weiter. Okay. Und wieder zurück. Jetzt müssen wir hier hochklettern. 20 von 50 Goldmünzen in diesem Level haben wir schon. Und hier haben wir das Schild. So, das können wir blocken, aber verlieren auch mit dem Schild Lebensenergie. Den haben wir, der andere haut ab. Die kommen. Ja, wenn wir hier reinfallen, kommen wir dort bei der Leiter wieder runter. Oh, jetzt. Oh, kein Schaden. Seht ihr, der haut ab. So, meine Nase hat gejuckt, sorry dafür. Sonst nichts. Das Schild. Ja, so treffe ich den. Ja, danke. So, jetzt. Ja, das Schwert ist ein bisschen kurz. So, immer wieder gut schauen, dass wir nichts vergessen. Und da hat sich jemand das versucht. Aha, zusammengestellt.